Hallo meine Lieben, hier ist wieder Valena und wir spielen ein neues Spiel. Wir spielen Under a New Sun. Das ist ein Early Access Spiel und wie ihr seht, ist es auch wieder ein Survival Game. Aber es ist irgendwie in einer anderen Welt. Also der Name lässt schon vermuten, dass es irgendwo anders ist. Und wenn man sich den Himmel anguckt, der ist erstmal wunderschön. Sieht man aber auch zwei Leuchtkugeln, also irgendwie Sonne, Mond, zwei Sonnen, zwei Monde, man weiß es nicht. Ich freue mich, das mal mit euch zusammen anzugucken. Ich habe das tatsächlich angezockt, also angezockt im Sinne von gestartet, losgelegt. Und nach den ersten zwei Schritten dachte ich mir so, ne, das mache ich nicht alleine, dann nehme ich euch mit. Denn allein schon die ersten zwei, drei Schritte waren so, dass ich sage, boah, Stranded sieht super, super ähnlich. Das heißt, Leute, die gerade voller Freude bei mir bei Stranded Deep zuschauen, hätten sicherlich auch ihre wahre Freude an diesem Spiel. Vermeintlich, vermutlich. Wie gesagt, ich bin tatsächlich noch nicht viel gelaufen. Ich habe, glaube ich, drei Steine gesammelt und mir ein Messer gebaut und die Kiste ist gegessen. Weil ich mir dachte, wir gucken uns das hier zusammen an. Ich weiß nicht, ob ich dabei bleibe oder ob ich es nur mal anzocke und dann für mich weiterzocke. Das muss ich mir mal anschauen, je nachdem, wie die Spielmechanik mich fesselt. Auf jeden Fall freue ich mich, das mich jetzt mit euch zusammen anzugucken. Und bin ganz doll gespannt, was das hier für uns zu entdecken gibt. Die Musik finde ich gerade sehr, sehr schön übrigens. Also ich laber hier gerade schön beim Spielbildschirm. Die Musik ist toll. Sprache ist gut eingestellt. Das heißt, wir fangen einfach mal an mit einem neuen Spiel und lassen uns mal hier das Tutorial leiten und gucken mal, was das Spiel so bringt. Ne? Das wird uns ja sicherlich so guiden, dass wir dann auch irgendwann speichern können. Auf jeden Fall cool. So, also... Battery low. Sehen noch nichts. Mal gucken. Gut, dann steigen wir mal aus, ne? Ja. Das kenne ich ja schon. Stein, ne? Genau. Hier sind wir anscheinend mit abgestürzt. Schauen wir mal, wie hier die Vitalwerte aussehen. Ja, ihr nehmt auch den Arm nach vorne wie bei Stranded Deep. Sind die gleichen Parameter. Dann mit dem Mausrad Stärke, Zielen, Craften, gucken. Atmen. Einmal durchgescrollt haben wir. Sehr schön. Wir sollen einen Stein finden. Ich gucke aber mal eben hier rein. Das leuchtet mich so an. Das nehmen wir mal direkt mit. Ist ja Quatsch. Warum sollten wir das nicht machen? Ich gucke auch nochmal hier rum. Ja. Will ich jetzt aufbrechen? Geht das? Nein. Okay, wir sammeln dann doch erstmal einen Stein. Wie gesagt, die Laufmotorik ist genau die gleiche wie bei Stranded Deep. Also W vorwärts, S rückwärts, D seitwärts und A. Die Maus guckt. Und genau, wir heben auf mit E. Sagt uns das Spiel, da könnt ihr jetzt mal zugucken. Wir müssen einen Spitzenstein craften. Ich glaube, ich laufe hier trotzdem nochmal eine Runde rum und sammle mal eben, was ich so hier finden kann. Weil ich vermutlich mehr brauche als nur einen Spitzenstein. Und keine Lust habe, ständig neu zu sammeln. Wir laufen mal hier so ein bisschen querfeldein. Schauen, was es so gibt. Ob es hier auch vielleicht noch ein fieses Viech gibt, was uns angreift. So, ein Stöckchen. Auch schon mal schön. Also schön sieht's aus, muss ich sagen. Hier ist irgendwo eine Schlange. Das gefällt mir nicht so gut. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß auch nicht, ob sie mich angreift, tatsächlich. Okay, was liegt hier? Ich laufe mal vorsichtig weiter. Ja, also bei Stranded Deep findet man Kreaturen aller Art und hier liegen Drohnenfluggeräte mit Pfeilen abgeschossen auf dem Boden rum. Wir nehmen die Pfeile schon mal mit. Das kann man sicherlich nicht genug haben, aber ich finde es mit der Drohne faszinierend und vor allem frage ich mich, wer es hat abgeschossen. Das heißt, hier müssen irgendwo andere Leute sein, die Pfeile bauen und Drohnen abschießen. Okay. Die Schlange habe ich noch nicht gesehen.
macht zwar Geräusche, aber zeigt sich. Ein Schmetterling. Oh, wie süß. Oh, wie niedlich. Das ist wirklich ein bisschen süß. Ah, okay, hier ist die Schlange, die noch leben darf, weil ich keine Waffe habe. Ich wollte ablaufen. Wir laufen mal zurück zum Wasser. Und werden dann wirklich gleich mal dem Tutorial weiter folgen. Und nicht unnötig viel Zeit hier verlieren. Weil ich auch vermute, dass unsere Parameter halt sinken. Ne? Also wir müssen für Wasser sorgen und für Essen sorgen und für unseren Spaß. Ne? Oh, noch eine Schlange? Ernsthaft? Wo ist die denn jetzt? Oh, ich bin ja schon wieder unruhig, der Spaß. Da ist die Kollegin. Kollegin Schlange. Okay, es gibt auch Krebse. In Ordnung. Dann bleiben wir erstmal hier und machen mit dem Tutorial weiter. Wir hören uns das Meeresrauschen an. Übrigens, es fällt auf, es gibt keine Ingame-Musik. Finde ich persönlich nicht schlimm. Okay, hier gibt es auch Vögel. Finde ich persönlich nicht schlimm. Mann, Schlange, lass das. Du störst hier meinen Zen-Moment. Finde ich nicht schlimm, weil das Meeresrauschen tatsächlich sehr schön ist. Okay, wir craften, indem wir die Tab-Taste drücken. Und einen Spitzenstein herstellen. Dann machen wir gleich zwei. Okay, rüste deinen Spitzenstein aus. Greife und ziehe den Spitzenstein in den Schnellerplatz auf der linken Seite, die mit der Tasten 1 bis 4 belegt sind. Tasten schreibt man groß, aber gut. Ist ja ein Anfangsding. Warum ist denn der nur halb haltbar? Das ist ja auch Quatsch. Kann man die auch übereinander legen? Man kann die sogar... Nee, kann man nicht. Okay, egal, wir legen den hier erstmal rein. Wollen wir uns direkt... Nee, können wir ja nicht. Wir brauchen Seil. Okay, erstmal machen wir weiter. Greife und ziehe einen spitzen Stein auf den Schnellwendplatz, rüste ihn mit 1 bis 4 aus. Okay. Crafte ein Seil. Okay, wenn wir ein Seil gecraftet haben, dann bauen wir uns eine Axt. Wir craften ein Seil, indem wir Bananenblätter finden. Frage ist jetzt, wie sehen Bananenblätter aus? Ich glaube, so oder so. Okay, das war ich. Schon mal schön. Gerade mich gefragt habe, wer diese Geräusche macht. Ich. Noch ein Stock. Den nehmen wir auch direkt mit. Ja, also ich glaube, Bananenblätter, so echtes Leben und so, sind so eine breiten Dinger. Die sind es nicht, weil sonst könntest du sie anwählen. Oh, das Geraschel. Mann, wo ist denn jetzt noch eine Schlange? Nee, es ist wieder die hier hinten. Leute, ich werde irre. Okay. Dann ist das doch bestimmt. Eine Banane. Ohne dass Bananen dranhängen. Aber we will see. Okay. Man muss auf jeden Fall einige Mal drauf zuhauen. Da hätte ich mal zählen können, wie oft. 3, 4, 5 Blätter. Und noch Stein. Und wir gucken mal ins Menü, was das ist. Bananenblätter. Ich hatte recht. So, wir craften direkt mal schön Seil. Wir suchen noch mehr Bananenblätter. Die scheinen wichtig zu sein. Ich weiß auch gar nicht, ob die Sachen hier nachwachsen oder nicht. Hab ich mich noch nicht so mit befasst. Auf jeden Fall sind hier ein paar Steine, das finde ich gut. Was ist hier noch? Da ist noch eine Banane. Eine Banane ohne Banane. So. Haben wir noch ein paar Blätterchens. Wir können noch mal ein bisschen Seil craften. Weil das werden wir vermutlich für einige Sachen brauchen. So, dann holen wir uns noch gleich noch eine Banane, die hier hoffentlich ist. Ja. Und ein Stock, der hier ist. Den nehmen wir auch mit. Und da hinten ist noch ein Stein, den nehmen wir dann auch. Und dann gehen wir wieder zu unserem Zen-Moment zurück. Craften Seile, craften eine Axt. Müssen scheinbar einen Bogen bauen. Weil Pfeil haben wir ja gefunden. Oh, jetzt gab es auf einmal 6. Immer sonst welche liegen lassen. Das waren doch vorher 5. Ich habe auch immer noch einen Stein liegen lassen. Hä? Kommen die wieder, die Steine? Oder habe ich den einfach übersehen? Moment, hier hinten lag auch noch ein Stein. Hier. Okay. Oh, noch Stöcker. Oh, geil. Das ist richtig gut. Jetzt können wir gleich richtig was bauen hier. Über nice. Noch ein Stein?
Noch ein Stein. Und ein nicht ausgemachtes Handy. Guckt ihr jetzt auch mal rein. So. Okay. Dann ab die Post zu Rip. Wo war denn mein Zen-Moment? War doch hier irgendwo. Ein Stock. Okay. Hier war. Machen wir hier. Auch wenn es wahrscheinlich wieder ein anderer Zen-Moment ist. So, wir wollen eine Kokosnuss sammeln, indem wir einen Bogen bauen. Nö. Ich crafte, es regnet. Hätten wir schon Wasser machen sollen. Machen erstmal den Kollegen hier. Axt ist immer schon schöner. Legen wir mal auf die 1. Ist auch Messer? Nee. Okay, dann lassen wir es erstmal bei der Axt. Ich wollte. Ach doch, ein Steinmesser. Ja. Was soll's. Und einen Bogen. Haben wir auch. Können wir uns gleich die Kokosnuss darunter schießen? Okay. Alles klar. Bogen war hier. Jetzt müssen wir noch eine Kokosnuss finden. Da. Das ist jetzt mal aber gerade gar nicht so einfach. Der wackelt so. Warum wackelt denn der so? Was? Naja, ernsthaft? Ich hab's total vergeigt. Auch neue Pfeile. Okay. Dann bauen wir uns noch 2 Pfeile. Damit hätten wir auch unsere Dinger hier, unsere Hölzer endgültig verbraucht. Jetzt bin ich gerade. Okay. Oh, Leute. Ey. Was stelle ich mich denn so an? Wo schieße ich die denn hin? Wie stecke ich jetzt weg? Das scheppert ja schon, ne? Das nervt mich jetzt. Weil ich muss mir jetzt irgendwie Holz besorgen. Weil ich die Pfeile irgendwo mit. Also, das ist schon krass. Ist ganz schön laut. Huch. Fällt auf mich oder was? Ein Stein. Da ist noch ein Stein. Und wir haben jetzt einen Baum gefällt. Der ist. Wow. Orientierung habe ich da. Echt ein Dienchen verdient. Direkt wieder verpeilt, wo der ist. Okay, 4 Stöcker ist jetzt nicht so viel. Und so ein faseriges Zeug, wofür auch immer wir das brauchen. Ja, wir haben jetzt 4 Stöcker. Hier kriegen wir bestimmt auch noch einen raus. Kann man das hier klappen, klein kloppen? Dann bauen wir nochmal Pfeile. Ich weiß zwar nicht, wo ich diese Pfeile hingeschossen habe, aber irgendwo werden die sein. So, okay. Gibt genau einen. Ist jetzt auch nicht so üppig, ne? So, komm. 3 Pfeile müssen jetzt aber reichen, um diesen Müll da runter zu schießen. Sie fällt einfach nicht. Ich kann nichts dafür. Guckt's euch an. Nehmen wir die daneben? Vielleicht fällt die daneben? Boah. Lässt mich da gar nicht drauf zielen. Naja, lässt mich da nicht drauf zielen. Wir suchen uns jetzt eine andere. Wahrscheinlich überlebe ich jetzt hier nicht mal, weil ich es nicht schaffe, eine Kokosnuss hier runter zu schießen. Okay, hier ist noch eine. Okay, die ging. Also die andere ging einfach nicht. Also ich war nicht nur schlecht, sondern sie ging nicht. Vermutlich brauche ich jetzt das Messer. Ja. Okay. Wegstecken und dann trinken wir mal gleich was. Wie geht das?
Ah, okay, Doppelklick. Und er sagt ihm mir Wasser und Nahrung. Okay. Ich soll was im Herz ziehen. Jeder Physik nutzende Gegenstand im Spiel kann gegriffen und gezogen werden. Ja. Nur blöd, dass ich irgendwie alles aufgesammelt habe. Es gibt da. Jetzt bringe ich mich ein bisschen durcheinander. Wir machen mal so. Guck mal, können wir Rüst ziehen und dann können wir jetzt hier rechte Maustaste. Hey! Okay. Haben wir gut gemacht. Jetzt sollen wir einen Unterschlupf bauen. Wechsel zum Baumenü im Inventar, um einen Unterschlupf zu bauen. Nutze ihn zum Schlafen oder um das Spiel zu speichern. Also Unwetter ist ja wirklich auch ausdauernd, ne? So. Wieder den Baumenü. Ja. Und wir wollen den bauen. Wir brauchen 3 Stöcker. Einmal Seil und 6-mal so eine faserige Dinger. Wir haben nur 2 Stöcker. Das heißt, wir gehen nochmal einen Baum fällen, weil da kriegen wir auch so eine faserige Dinger. Die kriegen wir aber bestimmt auch, wenn wir sowas hier weghauen. Sieht so faserig aus, ja. Genau. Dachte ich mir doch. So ein paar Sachen laufen hier intuitiv, ne? Mit Stranded Deep-Erfahrungen float das. Dann sind die auch gleich weg. Nichtsdestotrotz brauchen wir auf jeden Fall noch ein wenig Holz. Also fällen wir einen Baum. Und wir holen da hinten noch Bananenblatt. Ich sehe sie hier. Dann können wir nämlich auch mal nachverfolgen, ob die Dinger wieder nachwachsen. Wenn wir die hier mal umsemmeln hier. Die Kollegen. Oh! Okay, dann muss ich jetzt den Baum da wegmachen. Weil sonst sehe ich vor lauter Baum nämlich das Bananenblatt nicht. Okay. Haben wir es jetzt? Ja. Hammer. Oh, noch mehr Stöcker. Ja, stimmt, ich habe einen Baum gefällt. Da müssen auch Stöcker da sein. So. Ja, irgendwie hat es jetzt mehr gegeben. Okay, faserige Dinger. Dann gibt es so eine. Okay, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Interessant. Es gibt auch Stämme. Schau mal kurz. Okay, kann ich die übereinander legen? Nein. Kann ich noch mal ein paar Seile herstellen? Ja, habe ich zumindest wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Kann ich das mitnehmen? Ich kann das mitnehmen. Kann ich noch eins mitnehmen? Ja, geil. Okay, cool. Nice. Inventar ist gefüllt. Ich wollte eigentlich noch eine Banane pflanzen. Bananenpflanze. Abbananisieren, wobei ich auch gar keine sehe gerade. Ich kann auch so eine Dinger fällen. Das ist eine Yucca, Leute. Geil. Ich hab schon Bock, die zu fällen. Das machen wir gleich danach. Ich gehe mal als erstes den Unterschlupf bauen, damit wir hier weiterkommen. Und dann. Ich muss jetzt mein Gehirn anstrengen, dass wir auch wirklich die Yucca bauen. Die Yucca fällen. So. Wir gucken, haben das im Unterstand im Rücken. Und kriechen Richtung Wasser raus. Sehr schön. Unterschlupf ist gebaut. Ich soll es nutzen, um zu speichern. Genau. Hier seht ihr, dass ich schon mal angespielt habe. Ich überspeichere jetzt den einen. Und das ist damit mein erstes Spiel. So, ich habe gesagt, ich gehe die Yucca-Fan. Das mache ich jetzt auch, wie ich es versprochen habe. Zack. Mal gucken, was wir hier rauskriegen, wenn wir das Ding abhauen. Und wir sollen ein Feuer starten. Okay. Ernsthaft? Ja, gut, okay. Es gibt, wenn man eine Yucca abholzt, ein einmal Holz, wenn das da nicht schon vorher lag, und diese faserigen Blätter. Also das ist Stranded Deep wieder sehr, sehr ähnlich. Wobei die dann ja wahrscheinlich auch nachwachsen wird. Ja, okay, cool. Also Yucca ist relativ unspektakulär, weil sie einfach... Wie bei Stranded Deep nur faserige Blätter bringt. Und was bringst du? Wahrscheinlich auch, ne? Ah. Ja, okay, ist lame. Ist doch sehr, sehr lame. Leute, die Sonne geht unter. Oder der Mond. Oder was auch immer wir hier in diesem Spiel haben. Das Licht ist der Hammer. Also das Licht ist einfach nur wunderschön. Kann ich nicht anders sagen. Fällt mir gut. Baue ein Feuer. Ein geiles Feuer bauen? Ein geiles Feuer bauen. Brauchen wir Anzündholzer.
So grundmenümäßig, nein. Pfeil, Lederstreifen, Bandage legen, Toolbag, nein. Building. Ich soll so ein Lagerfeuer-Dings. Wo ist das? Okay. Kabel, Verbinder, Solarpanel. Oh, Solarpanel, okay. Das ist doch bestimmt. Das muss doch hier. Hier. Oh, uns fehlt mal wieder. Holz. Geil, das Licht. Boah. Krass. Geil. Boah, cool. Mega cool. Echt schön. Also, ganz ehrlich, das ist blick. Das ist wirklich richtig geil gemacht. Echt schön. Geil. Sehr, sehr geil. Kann ich das Ding hier fällen? Ich brauche ein bisschen mehr Holz. Nö. Okay, jetzt wird es natürlich auch dunkel, was nicht so geil ist, weil wir noch kein Feuer haben. Und wir haben auch noch nichts, um etwas aufs Feuer raufzupacken. Also ein so ein Holzding, ein bisschen wenig. Also dieses Stimmungslichtsambiente-Ding, richtig gut. Und mir gefällt es auch ganz gut, dass hier keine Musik ist, sondern einfach nur die Umgebungsgeräusche. Nicht gut. Muss ja. Okay, man war übelst lang. Ja, ich hab durchaus gedacht, dass ich mir. Kann ich hier irgendwo. Was war mit der Kette? Ich hab da noch so einen Beutel irgendwie gefunden. Da können wir mal gucken, ob wir darüber noch Wasser generieren können. Ich denke mal, sobald wir hier. Der Mond auch mal richtig krass aus. Bewegt sich auch sehr schnell, wie ich finde. Mega geil. Alter, ich muss mal die Axt wegpacken. Tut mir leid. Wie schön sieht das bitte aus? Super schön. Wirklich, wirklich super schön. Da kommt ein zweites Leuchteding. Aber der Mond ist sexy. Richtig. Oh, unsere Axt ist fast im Arsch. Ich wollte hier nochmal gucken. Scheiße. Können wir das hier reinpacken? Dann können wir das doch nehmen, oder? Ja. Ja. Ich will mal gucken, was das ist. Also der Mond ist richtig sexy. Richtig, richtig gut. Also, ganz kurzes Feedback übrigens. Für den Fall, dass ihr Stranded Deep mögt, werdet ihr das mögen. Ich weiß jetzt nicht, wie es spieltechnisch hier weitergeht, ne? Logisch. Aber so grundsätzlich habe ich immer noch Hunger und habe Durst. Oh, Feuerwasser. Boah, schön. Das weggedrinkt hier. Oh, okay, wir müssen immerhin kein Durst mehr. Was ist das? Essen. Okay. Haben wir weder Hunger noch Durst? Ja, okay. Wir machen Anzündhölzer, machen Feuer. Um meinen einen Satz... mal an. Das ist so schön. Das ist wirklich, wirklich schön. Wirklich schön. So. 4. Okay, ich habe Feuer gemacht. Okay, sehr schön. Ein Feuer. Und halt mal, wie fühlt sich das an? Richtig geil mit der Mond. Das ist so ein cooles Ding. Ich soll jetzt auch noch was kochen. Klar. Sonst noch ein Wunsch? Vielleicht? Ich kann nichts kochen. Ich habe nichts zum Kochen. Ist doch blöd. Wo war denn diese blöde Schlange? Die war doch hier irgendwo. Ah, ich sehe die doch jetzt nicht. Ist doch kacke. Hier war doch auch eine. Ja. Aber wo? Hier. Ist die doch, oder? Ja. Oder?
Nee, da. Ihr seht nichts, ich sehe auch nichts. Hier ist die, ne? Ja. Ja. Ich häute sie mal. Zwei. Und häuten. Hier müsste doch noch irgendwo mein Pfeil sein. Hallo? Ja, den will ich wieder haben. Okay, ich habe noch schnell die Schlange gefunden. Das ist gut. Ich wollte das mal wegpacken. Jetzt laufen wir hier wieder rüber. Und grillen mal schnell. Ich dachte so, das ist schön. Das Feuer sieht auch schön aus. Zieh ein Stück rohes Fleisch, Krabbe oder Fisch durchs brennende Feuer. Und mit zum Kochen. Kein Lebensmittelverdichtungsstück. Okay. Mal gucken, ob es hier Fleisch gibt. Es gibt kein Fleisch. Doch, ist auch Fleisch. Lieber Splendid Deep, Leute. Bleibt einfach in der Luft stehen. Ist ja witzig. Koche rohes Fleisch. Zieh ein Stück rohes Fleisch über brennendes Feuer, um es zu kochen. Dann ist das erledigt, wenn es gekocht ist. Mal gespannt, wann es gekocht ist. Wir craften uns gleich mal noch eine Axt. Weil die ist hier gleich im Arsch. Und nutzen die Zeit vom Kochen, um nochmal die Axt in den Arsch zu machen. Und 30 Sachen zu holen. Genau. So meinte ich das. War noch genau ein Schlag. Dann machen wir trotzdem weiter. Wir müssen nämlich mal nochmal nach Wasser gucken. Ich weiß gar nicht, ob das Tutorial uns zum Wasser führt oder ob ich mal selber in das Menü schmulen muss. Das sind Steine. Nee. Hier ist noch ein Blatt. Und hier ist noch ein Blatt. Und hier ist noch ein Stock. Auch schön. Hallo? Wer oder was hat mich hier gebissen? Ah, eine Krabbe. Okay, gut. Also nicht gut, aber besser als irgendwie eine Schlange oder so. Ich weiß nicht, ob man hier vergiftet werden kann. Ist das jetzt hier schon wieder... Nee. Was liegt hier drin, ne? Ach, das wird schon gleich gut sein. Okay. Das hat mich gerade der Biss irgendwie verwirrt. Ich war dabei, Bananenblätter zu holen. Und die Sachen hier leer zu machen. Also für Holz zu sorgen. Wir müssen, glaube ich, auch mal langsam hier Feierabend machen, ne? Okay. Teile einstammen. Ja, vielleicht machen wir das Tutorial einfach straight zu Ende. Wir haben hier das Essen. Wir haben hier einen Stamm, den wir direkt teilen können. Baue einen Webstuhl. Warum soll ich... Ich muss doch erstmal für Wasser sorgen. Okay, ich baue einen Webstuhl. Wo ist der? Hier. Okay, ich kann ihn immerhin aus dem FF bauen. Okay. Produziere Stoff. Wirf drei Seile aus dem Inventar. Okay, eins, zwei, drei. Warum lässt er mich denn nicht... Warum lässt er mich denn keine Wassersachen machen? Werf drei Seile aus dem Inventar auf den Webstuhl. Okay, jetzt habe ich sie. Toll. Ah, nein. Nein. Komm, Leute, wir sorgen jetzt für Wasser hier. Das ist doch albern. Das ist doch Quatsch. Das ist doch viel wichtiger hier. Sechs Stücker und zwei Seile. Ich habe noch sechs Stücker. So. Seile. Und sechs Stücker. Und fünf Blätter. Ja, hier. Wir verbrauchen übelst Ressourcen. Und haben nichts zu trinken. Ist doch totaler Käse. So, ja, toll. Wo sind jetzt Bananendinge? Ist doch Quatsch. Sehe ich doch jetzt nicht. Wir machen mal das Tutorial zu Ende und dann machen wir hier Feierabend. Das Tutorial würde uns einfach umbringen. Okay, jetzt holen wir erstmal hier Holz. Ich weiß gar nicht, ob wir noch so viel Platz im Inventar haben. Wahrscheinlich nicht. Wenn es sich nicht lohnt. Das ist keine Bananenpflanze. Wird es hier langsam wieder hell? Könnte sein, ne? Man sieht ja gar nichts. Ich
meine, das ist natürlich realistisch, ne? Aber jetzt, um Bananenblätter zu finden, natürlich äußerst bescheiden. Das ist ja wirklich nicht so cool. Ich brauche Bananas in Pyjamas, sonst gibt es kein Wasser. Ein Floß zuerst zu bauen. Quatsch, ey. Ist das hier so ein Bananending? Ah, scheiße, ist schon abgeerntet. Scheiße, sagt man nicht. Ist hier so? Irgendwann Durchgang? Toll, hier war irgendwo eine Schlange, oder? Ach, ich weiß nicht immer mehr, wo die Schlange war. Hier. Schön. Immerhin das. 8 Schläge. Okay, jetzt müsste das für Wasser wahrscheinlich reichen. Wir brauchten 5. Warum liegt hier eine Kokosnuss? Oh, wie sie mich gleich beißt, ey. Fieses Ding. Mehr. Sau, du. Oh, wie sie mich treffen kann. Ich nehme mal mit. Das ist meine gejagte Krabby. Ich schwimme mal hier einmal rum und hoffe, dass ich wieder bei mir rauskomme. Ja, Durst, genau. Ja, deswegen baut man ja auch. Okay, wir gehen mal schwimmen. ja. Okay, das war so nicht der Plan. Ich muss unser Feuer finden. Okay, ja, fingen wir an. Okay, wir sind einmal rum, das ist okay. Genau, hier haben wir angefangen. Ja, genau, liebes Spiel. Du lässt mich eher einen Fluss bauen als eine Wassertränke. Das ist halt auch vollkommen albern. Und führt dazu, dass dieses Video so lang wird. So lang, wie ich es gar nicht machen wollte. Für Anzocken. Okay, wo ist mein Feuer? Tschüss, es wird jetzt wirklich hell. Wir haben... Nee, doch nicht. Das sah ja nur so aus, als ob es hell wird. In Ordnung. Machen wir so. Häuten wir auch direkt, weil... Vermutlich... Habe ich gerade im Inventar. Wir bauen so ein Ding. Wir brauchen Stecker. Was ist das? Ach ja. Ja. Ich gehe mal Stecker sammeln. ich habe mich verdaddelt. Ich bin einfach verdaddelt. Na gut. Ich ergebe mich und sammle Stecker. Wir werden hier stärker. Oh, schön. So. Schön. Wir bauen jetzt eine Wassertränke. Reicht das jetzt? Ja. Kann doch nicht sein. Müssen wir wahrscheinlich auch noch irgendwie befüllen oder es muss regnen oder so. Ey. Liebes Spiel. Wichtiger als eine Wassertränke ist als ein Floß ist definitiv eine Tränke. Und die ist leer. Okay, ich brauche Regen. Toll. Großes Kino. So, Notfallwasser. Wie? Was? Warum aus? Ich wollte ja mal gucken, wie es uns so geht. Wir haben keinen Hunger und keinen Durst. Aber 6.15 Uhr. Wir haben 17 Grad. Tag 2. Wir spielen viel zu lange. So lange wollte ich nicht spielen. Aber gut, wir sollen jetzt ja einen Floß bauen. Klar. Was auch sonst so. Nautik. 3 Stöcker, 6 Holzdinger, 2-mal das und Stoff. Stoff bleibt schon mal hier. Das bleibt auch schon mal hier. So. Dann haben wir... wir brauchen auf jeden Fall Holz. Eine neue Axt. Na, dann gehen wir mal fällen. Gehen wir mal die Insel roden. Okay, Palmen kann man nicht fällen. In Ordnung. Ist okay. Müssen wir nur mal rausfinden. Wahrscheinlich kriegen wir nur bei dicken Stämmen Holz Stämme und nicht nur Holz.
Na, mal gucken. Bin ja mal gespannt, wann das Tutorial dann vorbei ist. Wahrscheinlich mit dem Floß, damit man nicht weiß, wie man eine Wassertränke baut. Aber okay. Also es gab auf jeden Fall jetzt keinen Holzscheit für mich. Dafür gab es Fasergitter und Holz. Und noch mehr Holz. Und noch mehr Holz. Das hilft mir jetzt wenig, wenn ich einen Holzscheit brauche. Bist du dicker? Nee. Boah, was ist das für Geräusche? Das macht mich hier ein bisschen irre. Der Himmel hat schon wieder so eine schöne Farbe hier. Dünn. Zu dick. Dünn. Boah, der Himmel. Wir müssen hier... Wir hauen mal das Ding hier um. Geht das? Ja. Boah, der Himmel. Guckt euch das mal an. Wie geil ist das denn? Also es wird auf jeden Fall hell. Alter, ist das geil. Oder ist das geil? Richtig geil. Okay, 12 Schläge für 2 Schalter und irgendwo ist eine Schlange hier. Eine Schlange will doch kein Mensch. Oh, ich muss mir das jetzt hier verstehen. Alter, ist das fett oder ist das fett? Also diese Farbgebung in dem Spiel ist richtig, richtig geil. Richtig schön. Also, mein lieber Schwan, da hat jemand richtig schön programmiert. Also wirklich schön. Das ist nochmal so ein dicker Stamm. Und wir sehen wieder was. Was ich auch schön finde, weil wir müssen noch Bananenblätter finden. Aber Licht, also Sonne, Mond, Farbgebung, mega schön. Wirklich, wirklich mega schön. Komisch. Zehn, zwölf. Okay, tatsächlich 12 Schläge. Aber diesmal gab es auch 3. Und noch ein Holz. Das ist schon mal cool. So, we need banana leaves. Okay, der Spaß wächst nach. Die haben wir auf jeden Fall gefällt. Also über Nacht kommen die nach. Da hinten ist noch mal eine. Also es kommt über Nacht schon wieder. Halt die Frage, ob das nicht ein bisschen schnell ist und das Spiel dadurch zu leicht wird. Auf der anderen Seite jetzt für den ersten Anfang mega gut, weil ich weiß nämlich noch ungefähr, wo unsere Bananenleaves standen. Das heißt, wir kriegen jetzt mal ausreichend davon, damit wir nicht nächste Nacht wieder dastehen und eigentlich dringend Bananenblätter bräuchten. Ein Stück Kui. Das nehmen wir auch mit. Noch mehr Banana Leaves. Da liegt auch noch irgendwie ein Baumstamm. Das Ding gefällt. Ich habe keine Axt mehr. Ich brauche für eine Axt ein Seil. Und das war's. Nee, das wollte ich haben. Den kommt raus. Dann kommt der hier hin. Dann komme ich auf die 1 und mache weiter. Hier habe ich doch auch was gefällt. Habe ich einfach nur was liegen lassen? Ja, ne? Was ist das? Ein Baum? Nee, das ist einfach nur ein Baum, der hier schon länger liegt. Der gefällte Baum sah anders aus. Guck, was hier rauskommt aus dem großen Ding. Ein Stock? Wirklich? Okay, das war jetzt ein bisschen albern. Ein bisschen sehr albern. Ja, mal gucken, ob auch die Bäume nachwachsen. Ne? Hier oben ist noch ein schönes Banana Leaf. Und nee, das haue ich nicht kaputt. Da kommt nur ein so ein Stock raus. Das ist absolut sinnbefreit. Okay, Bananas. Banane mit roter Frucht. Sieht nicht aus wie eine Banane. Aber okay, ich weiß nicht, wie sieht eine Bananenblüte aus. Vielleicht sieht die so aus. Ich will mich jetzt hier nicht erheben und sagen, ich wüsste übelst, wie es aussieht. So, Bananenblätter. Hier war nochmal ein schöner Schmetterling. Und hier ist auch so eine Schlange. Wo denn? Okay. Ein Stein. Ich soll einen Floß bauen. Und ich habe gnadenlos überzogen. Das heißt, ich gehe jetzt meinen Floß bauen. Habe ich schon genug? Nee, uns fehlt nur ein Stamm. Da fehlt uns dann ein dicker Baum, den wir hier finden. So, dann haben wir gleich unser Floß. Dann bin ich mal gespannt, ob das Tutorial da beendet ist. Weil das wäre wirklich ein bisschen witzig.
wenn es uns eher ein Floß bauen lässt als eine Tränke. Auf jeden Fall hat es das Tutorial relativ lange in den Bann gezogen. Hey, okay, 2, 3 und Stock und noch ein Stock. Und noch ein Stock. Sexy. Okay, was kommt hier raus? Wenn ich das kapiere? Wahrscheinlich auch noch flasige Dinger, okay. So, ich habe gesagt, wir bauen den Floß, sobald wir den Floß bauen können. Wo ist denn unsere Hut hier? So, tada! Oh, hallo! Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Dafür müssen wir das aufnehmen. Das, das und das. So, wir sollen ein Floß bauen. Hier. Tada! Tudu! Ein Floß los. Ziehe das Floß ins Wasser. Natürlich mache ich das sehr gerne. Gehe. Füße können mit hier gezogen werden. Okay. Während des. Was ist da jetzt im Wasser? Wie komme ich jetzt hier rauf? Zum Steuern. Während des Anvisieren des Mastes am Floß kannst du die Segel setzen. E drücken. Ja. Drücke E zum Segel setzen. Ja. Nimm Platz am Ruder. A und D. Erkunde, Bau und Überlebe. Also das lässt uns tatsächlich... Ich versuche erstmal hier wieder anzulegen. Okay, ist ein bisschen schwerfällig, aber wir sliden erstmal an Land. Ja. Wie mache ich jetzt hier Feierabend? So, und dann nehmen wir das Segel wieder rein. Ja, okay. Also das Floß war jetzt gerade ein bisschen schwerfällig. Ich ziehe das mal noch ein Stück hier rauf. Ich habe gerade eine Kokosnuss gesehen, die ich mal mitnehmen möchte. Dieses Spiel ist so witzig, dass es uns tatsächlich erst ein Floß bauen lässt und dann alleine lässt. Aber gut. Wir haben ja zum Glück noch eine Kokosnuss gehabt. Ich schaue nochmal auf den die Teilfunktionen sind okay. Ich habe gesagt, wir machen Feierabend, wenn es das Tutorial rum ist. Das Tutorial ist rum, weswegen wir jetzt Feierabend machen. Also auf jeden Fall mega schöne Optik. Hat mir richtig gut gefallen. Und dass nicht unbedingt Musik da ist, finde ich auch ziemlich cool. Ich denke, eine zweite Folge gibt es auf jeden Fall noch, weil ich Lust habe, mir das weiter anzugucken. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuguckt. Und genau.